Hallo, mein Name ist Tom vom TeamSpeak-Server Soziale Kleine Nager und heute mache ich einen Guide, wie man denn streamen kann. Und zwar mache ich das unzensiert und unrasiert. So, als erstes, ist eigentlich egal, womit wir anfangen. Ich denke, wir fangen mal damit an, einen Account bei Twitch zu machen. Dafür öffne ich meinen Browser und gebe ein www.twitch.com. TV, T-W-I-T-C-H. Ich glaube, die Links kann ich dann ja auch noch hinschreiben. So, dann nehme ich jetzt mal an, dass ihr hier noch nicht angemeldet seid. Dann klicke ich mal auf Logout hier. Kurz warten. Da haben wir es doch. Sehr gut. Gut, dann melde ich mich hier an. Ich klicke auf Sign Up. Mein Benutzername ist Tom854. Mein Passwort ist... hier ist mein Geburtstag. So, dann gebe ich noch meine E-Mail an. Man kann auch mehrere Accounts auf dieselbe E-Mail laufen lassen, also das passt schon. Sehr gut. Ich gebe noch das Capture hier ein und sign up. So, dann schauen wir mal. Oh, gibt's schon. Dann machen wir noch zwei Vieren hinten dran. Na. Ah, jetzt geht das hier wieder nicht. Machen wir nochmal neu. Oh, das kann ich nicht lesen. Da. 38332999, Abstand 24. Das müsste jetzt aber gehen. So. Da haben wir es doch. Und ich bin auch schon eingeloggt. Das war ganz interessant eigentlich. Sehr gut. Ich glaube, ich müsste noch eine E-Mail bekommen, rein theoretisch. Lass mal schauen. Ob hier was. Ja, da ist ja schon was gekommen. Dann klicke ich hier noch auf Verify. Wenn ich Lust habe, ne? Sehr gut. E-Mail verified. Passt. Alles läuft. Läuft, läuft, läuft. So. Jetzt, wenn ich streamen will, brauche ich so eine Art Identifikation, dass dann Twitch auch weiß, dass ich das bin und nicht King Kongo oder Moldran oder so. Und dazu, ich gebe hier immer ein twitch.tv/broadcast. Und dann klicke ich Enter und dann kommt hier so looking for your stream key, you can find it on your dashboard. Dann klicke ich hier und dann komme ich auf Broadcast, also twitch.tv/broadcast/dashboard/stream key und dann hier Show Key. So, das ist jetzt mein Stream Key. Wunderbar. Gut. Den brauche ich dann später, also kann ich das jetzt mal offen lassen hier. Kann eigentlich schon kopieren. Gut. Jetzt habe ich meinen Twitch-Account eigentlich schon aufgesetzt. Der läuft, mehr oder weniger. Jetzt machen wir mal was anderes. Und zwar gehe ich auf www.google.de. Ich bin ja ein Deutscher heute. Und dann gebe ich hier ein OBS. Und dann ist der erste Treffer hier Open Broadcaster Software, obsproject.com. Gut, das ist das Programm, das man zum Streamen benutzt. Vielleicht habt ihr vorhin schon gesehen, hier auf Twitch TV Broadcast wird uns das sogar schon vorgeschlagen. Auch bei, wenn ich auf Download hier klicke, komme ich dann auch auf obsproject.com. Jetzt habe ich das mit Google gemacht. Gut, dann klicke ich auf Download und dann lädt das runter. Wir können ja schnell warten. So, dann speichere ich das von mir aus auf Desktop, passt schon. So, dann ist es auch schon gespeichert. Dann können wir das hier zumachen, weg. Dann gehen wir auf Desktop und dann hier OBS Install. Gut, so, ich nehme jetzt dummerweise schon mit dem Programm auf. Also kann ich euch jetzt schlecht zeigen, wie man das installiert. Aber man klickt einfach auf Weiter und Annehmen und gut. Gut. Und dann startet ihr OBS. So, nehmen wir an, das ist jetzt hier so eine Verknüpfung. Klicke ich Doppel und dann öffnet sich das. So, jetzt macht es halt hier so ein Echo hier. So, ne? Ein Bild-Echo, weil ich jetzt tatsächlich damit schon aufnehme. Naja, gut. Jedenfalls klicken wir erstmal auf Einstellungen. Einstellungen. Ist immer gut. Sehr gut. Jetzt kann ich hier ein Profil machen. Da ist schon eins da angegeben. Ich kann ja von mir aus Hans Muster oder so. Gut, so, klingen wir hinzufügen. Gut, so, jetzt habe ich Profil Hans Muster. Gut, dann gehe ich auf Codierung. Jetzt, da wir auf Twitch streamen, sollten wir Folgendes machen. Ich sollte konstante Bitrate anwählen, was CBR-Padding ist. Da habe ich keine Ahnung. Puffergröße, das ist schon okay. Und dann,
können wir hier bei Qualität ist ausgegraut, weil das bei konstanter Bitrate eigentlich nicht wählbar ist, sozusagen. Na gut, Max-Bitrate, das ist ein bisschen relativ wichtig. Wir müssen wissen, wie schnell wir denn eigentlich, wie schnell unser Internet ist. Dafür gehen wir auf www.speedtest.net. Drücken mal Enter. Und dann macht das hier Loading und so. Wunderbärchen. Warten. Ja gut, dann klicken wir auf Beginn Test. Da müssen wir mal kurz warten. So, und oh, heute bin ich aber ganz schnell, du. Scheint sehr, sehr genau zu sein heute. Naja, jedenfalls. Es ist ja so, wenn wir streamen, muss unser Computer ja ständig ein Signal nach Twitch schicken. Und zwar relativ viel, weil Videodaten, das ist ja immer relativ. Das sind ja relativ viele Datenmengen. Na gut, jetzt sind wir aber interessiert, also in Upload Speed, weil wir die Daten ja schicken müssen. Ich habe jetzt hier, heute habe ich 4, gestern hatte ich 3,5, also das variiert so ein bisschen. Ich würde sagen, wenn man so 3 Viertel nimmt, ist das, dann passt das ungefähr. Also ich könnte jetzt als Bitrate hier angeben 3000. Ne? Das sind ja 3,96 MBPS, also Megabits pro Sekunde, und hier sind Kilobit, also muss ich ja noch mal 1000 machen. Ne? Gut, ich könnte jetzt zum Beispiel 3000 angeben, aber vielleicht möchte ich es lieber die Leitung nicht zu stark belasten, weil es ist ja scheiße, wenn es laggt. Ich kann vielleicht auch nur 2500 machen, vielleicht kann ich auch nur 2000 machen, je nachdem, wie ich lustig bin. Und dann hier unten kommt schon dazu das Audio, das wird dann noch dazu addiert. Ne? Also wenn ich jetzt 2500 Kilobit mache, habe ich hier noch 128, die dazukommen, bin ich schon bei 2628 und dann noch, was das Spiel so frisst. Ne? Ja, gut, jedenfalls machen wir jetzt weiter mit den Einstellungen. Also hier Upload Speed ungefähr so 3 Viertel, plus minus so. Gut, dann gibt man das hier ein, 3 Viertel dieses Wertes. Dann ist man hier eigentlich schon fertig. Dann Audio, da muss man nichts umstellen. Das ist gut. AC 128, 48 kHz Stereo, das passt. Läuft. Gut. So, dann fragt er schon, wollen Sie das anwenden? Ja, das natürlich. Und dann gehen wir hier zu Broadcast-Einstellungen. Jetzt kann man zwei Sachen machen. Man kann hier nur Dateiausgabe, das benutze ich gerade, um dieses Video aufzunehmen. Dann kann ich hier einen Pfad angeben und dann kann ich, macht er mir halt so einen File. Also bei mir ist das zum Beispiel auf F und dann New Files und da macht er hier diese Dateien. Hier ist zum Beispiel so ein Test, den ich gemacht habe. So, Test 1, 2, 1. Ne? Ist ganz hübsch, ne? So. Ja, und dann, wenn ich dann auf Streams starten klicke, wenn ich Dateiausgabe habe, macht er eben diese Dateien. Wir wollen aber streamen im Internet, Fernsehen machen und so, ne? Deshalb beginnen wir Livestream, Streaming-Plattform, da haben wir uns für Twitch entschieden. Grundsätzlich haben wir das gemacht, weil alles andere einfach scheiße ist. So, und dann kann ich hier einen Server auswählen. Man sollte nicht den deutschen nehmen, der ist irgendwie scheiße, der funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung, der ist echt kacke. Die meisten nehmen eigentlich Amsterdam. Na, passt schon. Gut. Heute steht hier PlayPath-StreamKey. Und das brauchen wir jetzt. Ihr könnt euch ja erinnern, wir waren da irgendwo mal auf Twitch. Na gut, jetzt bin ich schon nicht mehr da. Jedenfalls, wir haben ja hier Twitch TV Broadcast, dann hier ein Dashboard. ShowKey. So. Und dann kopieren wir das. Ctrl C. Dann gehen wir hier und dann drücken wir Ctrl V. Sehr gut. So, und dann haben wir hier Reconnect-Zeitüberschreitung. Das ist, wenn es so ein bisschen abkackt, dann kann man das einstellen, dass er halt dann von selbst wieder neu verbindet. Das ist eigentlich auch gut, wie das so eingestellt ist. Dann Verzögerung, da kann man den Stream verzögern, wenn man das will. Aber es ist an sich schon verzögert, also das braucht man nicht. Low Latency-Modus, keine Ahnung, was das ist. Dashboard-Link braucht man nicht als Datei speichern. Hier können wir es zusätzlich nochmal angeben, dass wir gleichzeitig streamen und eine Datei machen, wenn wir das denn wollen. Will ich jetzt aber nicht. Gut. Dann kann ich jetzt wieder so übernehmen. Sonst fragt er dann wieder, wollen Sie das übernehmen? Gut. Dann Video. So. Jetzt, Grafikkarte. Ich nehme an, die meisten haben ja nur eine. Dann Basisauflösung gebe ich ein, was ich für den Monitor halt habe. Ich nehme an, bei den meisten ist das 1920 x 1200 oder 1920 x 1080. Dann gebe ich das hier ein.
So, und jetzt haben wir hier eine Option, Auflösung herunterskalieren. Das ist relativ wichtig, denn wenn ich jetzt auf Vollbild lasse, also Full HD, dann muss das Programm ja das ganze Bild komprimieren. Er schickt das ja nicht unkomprimiert an Twitch mit 2500 Kilobit pro Sekunde. Das ist ja lächerlich, das ist ja behindert. Ne? Er komprimiert das natürlich. Und wenn er das Vollbild komprimieren muss, braucht das saumäßig viel CPU-Last. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Bild halbieren auf 960x600, ist ja fast 720p, also ist also immer noch gut, dann skaliert er das kurz herunter. Hier bilinear ist wunderbar. Das geht sehr schnell, das herunter zu skalieren. Und dann muss er nur noch ein Viertel der Bildpunkte komprimieren, was dann viel weniger CPU-Last frisst. Also muss man hier so ein bisschen sich antasten. So, ich meine jetzt mal, na gut, ich habe meinen PC ja erst gerade gekauft. Da habe ich mal 1,25, der kriegt das schon hin. Aber so. Naja, also je älter die Maschine, desto mehr muss man dann hier herunter skalieren. Sehr gut. Dann, ja, stellt einfach mal was ein und guckt, wie es dann geht. So, dann Audio. Ihr habt ein Desktop-Audio-Gerät, das ist da, wo es dann den Game-Sound und den Teamspeak-Sound und so abzieht. Normalerweise kann man das einfach auf Standard lassen. Falls ihr dann aber keinen Game-Sound habt, müsst ihr hier vielleicht dann noch auswählen. Und dann das Mikrofon, normalerweise auch Standard. Und wenn es nicht tun würde, könnte ich hier jetzt noch speziell das Mikrofon auswählen oder so. Gut, hier kann ich jetzt noch, also Push-to-Talk kann ich einstellen. Ich kann ein Mikrofon-Mute, Unmute-Hotkey machen. Das könnt ihr eigentlich, könnt ihr das ja selber lesen. Hier kann man noch das Mikrofon verstärken, wenn man das will. Also ja, ich finde das Optionen, die man meistens so lassen kann. Gut. Jetzt hier in die erweiterten Optionen, denke ich, kann man. Oh, Entschuldigung. Kann man alles lassen, wie es ist. Das Einzige, was man für Twitch machen sollte, weiß nicht wieso, aber OBS sagt, man soll das machen. Hier Keyframe-Intervall, das ist normal auf 0, soll man auf 2 tun. So. Ein Keyframe ist so ein Frame, wo ein Bild im Prinzip wirklich unabhängig von den vorhergehenden an Twitch geschickt wird, so, falls es irgendwie einen Codec-Fehler gibt oder so. Ja, kann man das so, ne? Gut, hier kann man noch eine Mikro-Rausperre, das ist, wenn es halt zu leise ist, das Mikro, also wenn ich nicht rede, aber das Mikro dann ein bisschen zurrt, was man vielleicht sogar hören kann bei diesem Mikro, dann würde er das Mikro einfach komplett ausmachen. Kann ich machen. Ich denke, hier kann man die Einstellung so ein bisschen auf Default lassen, also so wie es halt ist. Das wäre jetzt hier, glaube ich, sogar ziemlich gut eingestellt. Da müsste ich hier noch einen Haken machen. Aber ich habe das nicht drin. Will ich nicht. Gut. So, dann übernehmen. Gut. Wie lange sind wir schon? Ah, 13 Minuten, das geht ja noch. Ich dachte schon, das wäre mindestens eine halbe Stunde gewesen. Gut. Dann, ihr habt dann hier unten so Szene, ne? Und dann hier Next. So, und dann möchte ich das mal schnell simulieren. So, Szene 2. Jetzt seht ihr dummerweise nichts mehr. Ist ein bisschen blöd. Ne? Dann gehen wir doch wieder Szene 1. Ne? Gut, hier wäre jetzt halt einfach nichts. Nehmen wir mal an, hier wäre nichts. Ne? Dann klicke ich hier rechts und klicke auf Hinzufügen. Ich kann jetzt hier meine Quellen auswählen. Zum Beispiel möchte ich gerne mal einen Monitor hinzufügen. Und dann kriege ich hier Monitor und dann kann ich zum Beispiel schreiben, mein Monitor. So. Und jetzt kann ich hier auswählen, ich habe zwei Bildschirme, kann ich auswählen, welchen Monitor. Ich nehme mal den ersten und dann kann ich hier Mauszeiger aufnehmen und den Rest brauche ich eigentlich nicht. Hier kannst du zum Beispiel einen Ausschnitt definieren, dass nur ein Ausschnitt vom Bildschirm genommen will. Color Key, das ist, dass eine Farbe transparent geschalten wird. Zum Beispiel, wenn ich eine Webcam habe und hinter mir eine grüne Wand, kann ich hier grün einstellen. So, ne, Farbe, grün. Ne, jetzt kann ich es ja auswählen. Na, keine Ahnung. Ja, mit Doppelklick, da. So, grün. So, und dann hier Ähnlichkeit so ein bisschen, ne, 40 oder so, Mischung ein bisschen. 40 ist immer so ein Durchschnittswert. Das geht dann immer. Und dann wäre das Grüne einfach durchsichtig. Ne? Wie mit der beim Wettermoderator und so. Ne? Gut. So, aber für den Monitor brauche ich das natürlich nicht. Ist ja sinnlos. Ne? Gut, dann klicke ich auf OK.
So, und jetzt wird er noch, sagt er mir, dass ich Aero vielleicht ausmachen sollte, weil Aero noch ziemlich viel Leistung frisst. So, und jetzt ist hier mein Monitor. Das tut schon, ne? Wunderbar. Also sieht man jetzt nicht so einen Unterschied, weil ich halt das schon so eingestellt habe. Vielleicht mache ich mal den zweiten Monitor. Habe ich da? Ja, gut, da habe ich den Easter Egg Guide für Black Ops Zombie auf. Das ist wunderbar. So. Jetzt ist hier mein zweiter Monitor, ne? Wenn ich hier drüben das verschiebe, dann passiert das so. Und der ist jetzt halt so drüber, der ist kleiner, der hat eine kleinere Auflösung. Aber naja, das könnt ihr selber mal ein bisschen rumspielen und dann seht ihr schon, wie das ungefähr so funktioniert, ne? Gut. So, dann mache ich wieder mal meine Default-Einstellung. So, dann kann ich hier auch hinzufügen, kann ich zum Beispiel ein Bild. Machen wir hier mal mein Bild. So, durchsuchen. Das ist, glaube ich, was Privates. Meine Mutter war auf Kreuzfahrt, das könnten wir noch mal gucken. Hier, Ferien. Hier, ein schöner Sonnenuntergang. So, hier kann ich auch wieder die Deckkraft einstellen. Also, wenn es 50 ist, dann ist das ganze Bild so halb transparent. Was Farbe ist, habe ich keine Ahnung. Und Color Key kann ich auch wieder eine Farbe transparent schalten, will ich jetzt aber nicht. So, jetzt ist das Bild hier. Ist aber viel zu groß, ne? Ist viel zu groß, viel zu groß. Deshalb mache ich jetzt Folgendes. Ich klicke hier auf Szene bearbeiten. Und dann kann ich die Größe des Bildes ändern. Ich mache das schnell, dann könnt ihr das nachher gleich sehen. Ist wirklich riesig, das Ding. Heilige Scheiße. Also gut. So. Gut, jetzt könnt ihr ja wieder alles sehen, oder? Nein, warte. So, jetzt kann man es wieder sehen. Man sieht jetzt hier, ich habe auf Szene bearbeiten geklickt. Mein Bild, Szene bearbeiten. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel die Größe so ändern. Ne? Zum Beispiel für eine Webcam oder so kann man das machen. Dann kann ich das Bild auch einfach mit ziehen und halten und ziehen. Kann ich das verschieben. Kann es zum Beispiel unten rechts hin machen oder so. Wie ich dann halt lustig bin. Ich kann auch hier rechtsklicken und dann kann ich hier noch Position Größe, kann ich hier am Bildschirm anpassen. Dann skaliert das auf dem Bildschirm. So, ne, dass es genau reinpasst. Kann man dann gut sehen jetzt. Füllt das ganze Bild aus. Was kann ich noch machen? Keine Ahnung. Zentrieren, horizontal, vertikal und so. Ne? Den ganzen Krempel da halt. Gut. Und ich brauche das Bild zum Beispiel, brauche ich als hier Hintergrund für die Cam. Ne? Könnt ihr oben rechts, könnt ihr das sehen, so. Ne? Habe ich so ein Bild gemacht. Gut. Was könnte man dann jetzt erzählen? Na gut, ich glaube, das reicht so ungefähr. Ah ja, was geht im Vordergrund und was geht im Hintergrund? Jetzt zum Beispiel hier meine Cam nach unten schiebe, das mache ich mit Control runter oder einfach hier Reihenfolge nach unten und nach oben bewegen. Das entscheidet dann, was ist vordergründig und was ist hintergründig. Ne? Wenn es Unterscreen ist, dann ist der Screen, also der Monitor im Vordergrund und die Cam ist im Hintergrund, kann also nicht mehr gesehen werden. Und deshalb möchte ich die Cam natürlich hier weiter oben haben. Und ja, wenn ich hier vor das Bild gehe, sieht es einfach ein bisschen anders aus, weil dann die Cam vor dem Bild ist und nicht umgekehrt und so. Ja, ich glaube, das kapiert man so ungefähr. Wenn man das Hacken macht, dann ist es aus, ne? Und so, gut. So, jetzt wollen wir natürlich ein Spiel streamen. Deshalb starte ich mal jetzt ans Spiel. Das ist relativ wichtig. Man muss die Spiele zuerst starten, bevor man sie hier bei OBS dann einstellt. So, hier, was machen wir denn? Diablo kennt ja jede Sau, das haben auch mal Hearthstone. Spielen. Tue ich mal hier so hin. Hier ist mein OBS. So. Ja, jetzt kann ich auch nicht beides anklicken. Naja, ist egal. Gut. Ihr seht schon, das funktioniert eigentlich schon mit der Monitoraufnahme. Das ist wunderbar, wenn ich jetzt hier OBS rüberschieben würde. Wunderbar, ich könnte schon streamen jetzt so, ne? Ist halt einfach blöd. Erstens sieht man, weil ich das Spiel im Fenstermodus habe, unten die Leiste hier, oben der Rahmen, ist kacke. Und das zweite Problem ist, die Monitoraufnahme, das ist bei mir hier Screen übrigens, ne? Die frisst Leistung wie Sau. Das ist heftig, ne? Saugt wirklich sehr viel Leistung. Also so CPU oder was weiß ich. Und deshalb gibt es hier nicht nur Monitoraufnahme und Bild und so, es gibt auch Gameaufnahme. So, Gameaufnahme. Dann kann ich das zum Beispiel benennen Hearthstone.
Onage oder so. Dann kann ich hier auswählen, wähle die Anwendung und meistens ist das schon vorausgewählt. Also Hearthstone passt, ne? Ist ja das Richtige. Hier Hotkey, keine Ahnung was das ist, brauchen wir alles nicht. Aber nur okay, so. Und jetzt ist Hearthstone schon aktiviert und in den Vordergrund gerückt. Deshalb schiebe ich das jetzt mal nach unten. So. Es ist schwer zu zeigen. Weil was passiert ist, er nimmt nur noch die Gamequelle als Bild. Er blendet den ganzen Rahmen aus, die Taskleiste ist weg. Hier, wenn OBS im Vordergrund ist, vor dem Spiel ist, wenn ich jetzt hier Screen ausmache, dann OBS ist bei mir trotzdem im Vordergrund, aber ihr seht dann trotzdem Hearthstone da im Hintergrund, ne? Also im Vordergrund, so, ne? Weil er wirklich sich nur noch auf das Spiel fokussiert und so erstens viel, viel, viel weniger CPU-Leistung verputzt wird und zweitens sich halt nur noch auf das eine Fenster konzentriert, statt auf den ganzen Bildschirm wie mit Screen. Aber eben, da mache ich einfach bei Hearthstone das Häkchen. Und dann läuft das eigentlich schon. Sehr gut. Dann können wir uns vielleicht noch ganz schnell angucken. Ich kann das hier ja wieder wegmachen. Ich lösche das gleich, weil ich das ist ja meine... Ach, hier löschen. Das ist so. So, mach hier alles kaputt. Alles kacke hier jetzt. So. Wir haben natürlich viele... Wir haben vielleicht eine Webcam. Eine Webcam findet man bei Videogeräte. Kann ich hier eingeben, Name, so, und dann kann ich hier die Gerät, ne, der Gerät auswählen, dann, eigentlich geht das schon. Bei mir hat es irgendwie nicht funktioniert, ich musste hier nutze Output-Typ I420 machen, damit das geht, keine Ahnung, aber ich würde das eigentlich alles auf Standard lassen, dann geht das schon, und wenn es nicht geht, dann kann man ausprobieren hier, benutzerdefinierte Auflösung, ob man das dann irgendwie zum Laufen bekommt. Ne? Und dann wieder dran denken, so, die Webcam würde natürlich jetzt vor das Game gehen, also müsste es hier, ne, hier Cam, über allen Spielen hier sein. Ist bei mir sogar der Fall. Habe ich also alles richtig gemacht. So, dann gibt es ja noch diese lustige Texte, ne, kann man natürlich hier auch machen, hinzufügen Text, Name, Text, passt. So, Schriftgröße und so, das passt. Hier kann man so fett, kursiv, ne, das seht ihr ja. Textfarbe, mach mal, keine Ahnung, hier Zyan. Hintergrundfarbe, weiß gar nicht, was das so ist, ehrlich gesagt. Hier kann man Laufgeschwindigkeit, wenn man so ein ne, Nutzerumrandung, das kenne ich, mit Schwarz zum Beispiel, die Dicke hier so 3, sieht dann ganz lustig aus. Und jetzt kann ich hier Text, so, Text, ne, Text, hallo, hallo, Bitches. So, dann kriege ich mal, okay, was habe ich hier ganz oben, könnt ihr das sehen, so ein Textchen, ne? Klicke ich wieder auf Szene bearbeiten, kann das hier mal runterziehen. Ich kann das jetzt einfach größer machen, ne? Oh, es ist gerade ein bisschen ganz groß geworden. Warte mal, ich kann jetzt hier Positiongröße an Bildschirm anpassen, so. So, es steht hier, hallo, hallo, Bitches, Text und das, läuft so rüber, ne? Ist aber zu langsam. Es läuft zu langsam. Schade. So, kann ich hier nochmal Eigenschaften. Kann auch einfach Doppelklick machen. Gib halt mal Laufgeschwindigkeit hier 30. So. Das sehe ich schon. Jetzt geht's ein bisschen schneller, ne? Kann ich das Schöne hier unten so. So. Das ist doch schön, oder? Das ist doch geil. Wunderbar. Jetzt habe ich einen Text gemacht. Ne? Und wenn ich den jetzt zum Beispiel hochschiebe über die Cam und ist aber hier so, ne? Zittel und dann runter, dann, seht ihr, dass dann jetzt dass die Cam im Vordergrund ist, so, ne? So, Text im Vordergrund, Cam im Vordergrund, das, ne, habt ihr aber schon kapiert, das seid ja keine Idioten. Gut. Das war's eigentlich so, ne? Ja, und dann klicke ich auf Stream-Vorschau starten, guck mir das an, am besten OBS immer auf den zweiten Monitor rüber, dann kann ich da immer alles im Blick behalten, das Game mal starten und dann läuft das gut. Jetzt, hier steht, hier erstmal, hier ist die Bitrate angezeigt, also wie viel, mit wie viel Kilobit wir halt an Twitch senden. Wenn das da rot wird, dann heißt das, dass wir nicht genug Bandbreite haben und einen zu hohen Wert eingegeben haben. Das heißt, ne, ich kann vielleicht mit 2000 Kilobit pro Sekunde upstreamen, habe aber da 3000 angegeben, dann ist das da ständig rot.
oder Orange oder so. Und dann laggt es halt einfach, wenn jemand das auf Twitch guckt. Da muss ich hier Einstellung, Codierung und dann hier runterstellen. Ne? 1500 oder was weiß ich. Gut. Wenn ich so eine Änderung mache und schon am Streamen bin, dann klicke ich hier auf OK, ne? Dann muss ich, wenn ich eine Änderung mache und der Stream läuft, muss ich erst Stream stoppen und Stream starten klicken, weil sonst geht das nicht. Er übernimmt die Änderung erst bei einem Neustart des Streams. Nicht vom PC, nur Stream neu starten. Dann ist die neue Bitrate, neue Auflösung und so weiter an. Gut. Ja, apropos neue Auflösung. Bei Hearthstone, ihr habt schon gesehen, ich habe das im Fenstermodus bei 1920x1080. Die Basislösung habe ich aber auf 1920x1200 eingestellt. Das heißt, ich habe jetzt oben und unten einen schwarzen Rand bei Hearthstone. Das heißt, wäre schon nett, wenn die Spiele dann auch 1920x1200 wären. Wollte ich nur mal kurz noch sagen. So, wo haben wir denn? Hier, Bildschirm. Sehr gut. Gut. Dann hier vielleicht noch schnell, hier seht ihr das Mikrofon, hier die Balken könnt ihr verschieben, da wird es leiser und lauter. Hier seht ihr den Ton, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so Muck anmache, schnell. Na, da, dann seht ihr hier Ton, kann ja auch lauter und leiser machen. Wattenkrach, Wattenkrach. Ich habe das jetzt ziemlich arschig leise gemacht hier. Das ist einfach, weil man dann die Stimme auch noch hört. Sonst hört man eigentlich fast nur den Ingame-Sound und so. Das wollte ich noch sagen. Dann Plugins braucht man nicht. Globale Quellen, keine Ahnung, was das ist. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und Einstellung ist halt Einstellung. Ne? Kann man auch da klicken statt Einstellung. So. Gut. Die Profile so. Ne, falls ich mehrere Profile habe und so, ne. Gut. Jetzt, ich kann das jetzt leider nicht zeigen, da ich tatsächlich hier jetzt eine Dateiausgabe mache und so. Aber nehmen wir an, ich habe jetzt hier Hearthstone Cam eingestellt, klicke auf Streaming starten, will ich natürlich wissen, geht das jetzt? So, dann gehe ich auf meinen Channel www.twitch.tv/tom 85444, glaube ich. Ah ja, da steht's ja. Gut. So, jetzt bin ich hier bei meinem Channel und dann würde hier dann jetzt mein Video kommen. Wenn es geht. Wenn es nicht geht, wird es halt nicht kommen. Noch eine Sache kurz zum Einwurf. Wenn ihr nur einen Bildschirm habt und ein Spiel minimiert, kann das sein, dass es Twitch das Spiel dann nicht mehr erkennt, weil das Spiel halt, wenn minimiert, gar nicht mehr. Was soll ich sagen? Es wird nicht berechnet, was da läuft und was da ist und so. Und da kann Twitch natürlich, OBS kann dann auch nichts mehr abgreifen, kein Bild mehr abgreifen vom Spiel. Das heißt, wenn man nur einen Monitor hat, ist scheiße zum Streamen, ganz ehrlich, ist scheiße. Weil dann mit dem Hin- und Her-Tabben, das ist echt scheiße. Da muss man fast so einen Kollege herholen, der dann bei seinem PC guckt, ob es auf Twitch gut ausschaut und so. Ne? Das ist halt scheiße, ne? Gut. Ich wollte noch was sagen, das habe ich vergessen. Hier steht dann oft Warnung, brauche zu lange zum Codieren, überspringe Frames. Das ist genau, das dann laggt es wie Sau für alle und euer CPU läuft auf Maximum, könnt ihr gar nicht mehr spielen recht. Das ist, wenn ihr hier einen zu hohen Wert angestellt habt. Das wollte ich noch sagen. Bei Einstellung Video herunterskalieren. Ja, wenn das Rote da kommt, brauche ich zu lange zum Codieren, müsst ihr hier runterstellen, bis es nicht mehr kommt. Und zwar nicht, wenn ihr irgendwie testet, sondern im Spiel, weil das Spiel nimmt ja auch sehr viel CPU-Last weg. Und deshalb sollte man es im Spiel testen und nicht, wenn man irgendwie, keine Ahnung, hier ein Bild oder so, ein Standbild, ein JPG im OBS drin hat. Gut. Jedenfalls, was ich jetzt hier noch sagen wollte, das ist meine Page hier so, kann ich jetzt hier Admin, muss natürlich eingeloggt sein und dann Edit oder auf Deutsch vielleicht editieren. Hier kann ich einen Titel für meinen Stream angeben. So, keine Ahnung, hier, was gibt's denn hier so? Super Mario 2 oder so. Und dann Game Title. Geht das jetzt? Geht denn nicht? Achso, ja, hier muss ich natürlich einstellen, dass ich auch am Spielen bin. Ich kann hier spielen oder nicht spielen. Dann kann ich hier einen Game-Title angeben. Wenn ich jetzt hier so DIA, und dann schlägt der mir schon hier alles vor. Diablo 3, Diablo 2, Lord of Destruction, Reaper of Souls, Diablo 2, Diablo Helfer und so weiter. Oder was spielt ihr hier? League.
Schau mal so. Ja, da haben wir es doch. League of Legends. Sogar mit Bild und so, ne? Kann ich das hier so auswählen, ne? Da müsste ich hier aber so, keine Ahnung, Ranked, Platinum, Superliga, Rock'n'Roll oder was weiß ich. So, gut, dann klicke ich auf Update, wenn ich will. Ich kann noch einen Hintergrund so, Change Background, kann ich ein Bild auswählen. Teil, du weißt nicht, was ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, was das ist. Okay, gut, also mal Update. Und dann erstmal ändert sich gar nichts, auch wenn ich jetzt hier, das Ding hat sich auf Edit gewechselt, zum Teil ist dann auch New oder so da. Wenn ich jetzt zurückgehe, ist es wahrscheinlich immer noch gleich, aber das, ah nein, hat schon geändert. Das irgendwie so, braucht das ab und zu so einen Moment, bis das so ändert. Ne? Also steht hier schon Ranked Platinum Superliga und Tom Playing League of Legends. Sehr gut. Dann kann ich hier auch Profil links, kann ich klicken, kann ich hier irgendwie, ich glaube eine, hier Bio kann ich angeben, so. In der Bühne, ne? Steht jetzt da, kann ich zum Beispiel schreiben, wie geil ich bin und so. Was gibt's hier noch? Ich weiß nicht, was es noch gibt. Einstellungen. Ja, hier gibt es ganz viele Sachen, die man dann noch einstellen kann. Design zum Beispiel, wenn dein Channel offline ist, kann das, dass so ein Bild angezeigt wird. Zum Beispiel bei meinem Hauptchannel so ein voll geiles Bild. Na? Da, ne, ist so Hammer, ne? Und dann kann ich hier alles hier, keine Ahnung. Ja, könnt ihr ja selber gucken. Gut. 30 Minuten ist ein bisschen lange, ne? Naja. Habe ich halt 30 Minuten eures Lebens verschwendet. Tut mir leid. Ja, wenn es Probleme gibt, wenn irgendwas nicht geht, dann machen wir www.google.de. Gib ja ein OBS Twitch. Geht nett. Die Kacke. Leider ist Twitch noch zu großen Teil. Also, ja, gut. Ja, dann, ne. Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Erstmal googeln. Gut, hoffe, hat geholfen. Und, ja. Tschö.